Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu Mr. Lu. Wir sind auf dem ZX Spectrum und ähnlich wie vor ein paar Tagen, als ich euch Gala gezeigt habe für den Atari 2600, gab es ja auch nie offiziell, gab es Mr. Lu auch nie offiziell für den ZX Spectrum, für den Specky, wie man ihn damals auch in England genannt hat. Dort war es ja wirklich ein sehr beliebtes System. Bei uns war es der C64, dort drüben über dem Kanal hinweg, da war es der ZX Spectrum halt. Und ich kannte persönlich hier in Deutschland auch niemanden, der einen Specky hatte. Wir hatten alle einen C64 gehabt. Aber die Engländer, die haben ihr System geliebt. Und jetzt haben sich wieder ein paar fleißige Jungs rangemacht und haben Mr. Do, ein klassisches Arcade-Spiel, halt umgesetzt für den ZX Spectrum. Ich habe mir gedacht, das ist technisch wirklich so hervorragend gelungen. Das muss man euch einfach mal zeigen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr alle relevanten Links. Da gibt es dann das Spiel, das kostenfrei runterladen, im Emulator zocken und Spaß haben. So, mal kurz hier die Tasten. Oben, unten, links, rechts und Feuer und dann mal rein ins Spiel. Ja, wir sind hier unten der, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der Kirschensammler. Und unsere Aufgabe ist es nun mal, die Kirschen einzusammeln. Und dabei nicht von den Monstern berührt zu werden. Denn das tut sonst weh. Das war knapp. Ja, diese Äpfel da, die kann man dann auch auf die Gegner fallen lassen. Und Ziel ist es natürlich, alle Kirschen einzusammeln. Nur für die, die das Spiel noch nicht kannten. Na komm. Schwupp, schwupp. Geil. Gut ausgewichen. Und dann geht's direkt rein in den nächsten Level. Wir können uns auch wehren. Wir haben nämlich hier so einen Ball, den wir verschießen können. Oh, der fließt sogar einmal quer durch den Level. War das im Original auch schon so? Ja, meinetwegen. Das Spiel kam wenige Monate nach Dick Duck raus und hat ja ein ähnliches Spielprinzip. Wird gerne immer mit verglichen. Manche sagen sogar, das wäre Dick Duck 2, aber ja, das stimmt nun mal in dem Fall nicht so. Haut ab! Nein! Die Spiele kamen halt nur im zeitlichen Abstand sehr eng raus. Hier hoch. Da sind wir ganz gut, muss gucken, wie die Tunnel gräbt, weil die da nicht durch können. Nur anders als bei Dick Duck, dass die da einfach sich durch das Erdreich bewegen. Oh, ein X. Du machst mir nicht ein X für ein U vor. Komm her. Kann ich dich abschießen? Ja, geht. Oh nein. In falsche Richtung bewegt. Ja, auf jeden Fall eine hervorragende Version. Und die technischen Schwächen, die der Spectrum hatte, die treten hier so gar nicht zum Tage. Dieses, ja, soll ich dieses grafische Überlappen Clipping nennen, sag ich mal. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel die Farbe unserer Figur. Dass sie dann so an diesen Bildrändern haften bleibt. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Das gab es halt auf dem C64 nicht. Deswegen war der C64 auch sehr viel besser und toller. Aber die Version hier, das ist echt schon stark. Ja, immer wieder überraschend, was heutzutage noch so aus diesen alten Systemen rausgeholt wird, was da rausgekitzelt wird. Chapeau, mag man da sagen. War jetzt nicht so gut. Game over? Ja, leider Game over. Oh. Gerade wo jetzt der Eisbecher in der Mitte erschienen ist. Habt ihr das gesehen? Schweinerei. Wie kann ich das denn auswählen hier? Ich gebe jetzt hier nochmal einen Namen ein, aber damit ihr das mal gesehen habt, das Spiel, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung findet ihr alle relevanten Links. Da könnt ihr euch das nochmal selbst runterladen und selbst ausprobieren. Spielt sich wirklich sehr gut. Ähnlich wie das Original halt, und da muss man wirklich einfach nur, auch wenn ich mich wiederhole, den Hut ziehen und sagen, das haben die Jungs richtig gut hinbekommen. Das ist Mr. Lu für den ZX Spectrum, für den Specky, für den Specky. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und während hier im Hintergrund die Musik dudelt, jetzt ist sie vorbei und ich bin auf Platz 1. Ja, bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, bis dahin. Bye, bye.